Mercedes-Benz Ponton 220S Modell 4W180 Baujahr 1957 106 PS präsentiert von Ralf und Susanne Dräger und dem Funk sitzen Ursula. Aber das sagt keiner, wenn er dieses Auto sieht. Jeder sagt nur, da kommt eine Cobra aus den USA, Baujahr 1968 mit 400 PS. Hans-Dieter Hastenteufel, Rudi Hungerecker präsentieren uns hier die AC Cobra. Die ist ein britischer Sportwagen, der ursprünglich für einen Renneinsatz und interessanterweise mit zwei ganz jungen Damen, die dieses Fahrzeug zu ihrem Lieblingsfahrzeug erkoren haben und uns den VW Käfer Typ 11 1300 Kubik aus dem Baujahr 1971. Was eine schöne Farbe. Rolf Kramer und Karin Werner präsentieren uns einen Mercedes-Benz 190 SL, Baujahr 1958, 105 PS, 1900 Kubik fast, seit 87 im Besitz des Fahrers, also 25 Jahre, wurde 1958 nach Belgien in den schönen Sonderformen von Motorrädern, die er uns lange Jahre hier präsentiert hat. Klaus Korte ist dann umgestiegen, als ihn die Gesundheit dazu zwang, auf kleine Autos und hat diesen Lloyd LP 250 aus dem Baujahr 1957 völlig Franz Josef Grahe, inzwischen ist die Besatzung auch vollständig mit Anne Silkenhardt Grahe und den Kindern hinten drin und noch einer Beifahrerin, wie ich sehe, präsentiert hier seinen Jaguar MK2 2,4 Liter, Baujahr 1966 mit 150 PS. Und Heinz Heisterkamp präsentieren uns den Mercedes-Benz M136 aus dem Baujahr 1951. Das Fahrzeug wurde zum Preis von 10.100 D-Mark erworben. Die Erstzulassung erfolgte dann allerdings am 1.7.1951. Brigitte Schneemann und Ronald Schneemann präsentieren uns ihren BMW 502-8, also 8 Zylinder, Baujahr 1955. Es war damals ein Wagen der Oberklasse. Und BMW produzierte in den Jahren 52 bis 64 die Modelle 501 mit 2-Zylinder, 6-Zylinder bis 6-Zylinder-Motor sowie die Modelle 502. So hieß die Fernsehserie. Und wir hingen immer alle davor, wie spannend das war und guckten auch immer wieder nach dem schönen Auto der Polizei, was die sich doch damals. In diesem Jahr ist er allein, aber er ist da und das ist die Hauptsache. Der Austin Haley 100-6 BN4, präsentiert von seinem Besitzer Dietmar Böwing, Baujahr 1957, 117 PS, immer wieder eine 1,5 Liter, Baujahr 1952, Happy Birthday Peter Gilbert, schon wieder einmal, 60 Jahre wird das Fahrzeug alt. Peter Gilbach und Kalle Weber präsentieren uns diesen Opel Olympia, restauriert. Das Fahrzeug kommt aus Bad Hönningen. Die Anzahl seiner bisherigen Halter FSC zur Präsentation. Baujahr dieses Fahrzeug 1979 mit 180 PS und fast 3 Litern. Es ist eines von 372 Fahrzeugen mit der Länderausstattung Japan.